Dass zwei Berliner Polizisten am Holocaust-Mahnmal für 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden Liegestützen machen, ist nicht nur eine unwiderrufliche Schande für sie selbst und die Polizei, sondern vor allem auch ein Symbol für unsere deutsche Realität von Holocaust-Langeweile. 42% der Deutschen meinen heute, Jüdinnen und Juden reden zu viel darüber, was ihnen im Holocaust widerfahren ist, laut der ADL Global 100-Studie. Es gibt fatale Lücken in unserer Bildung über den Holocaust. Es fehlt eine Verknüpfung von historischen Fakten zu den persönlichen Identifikationen und den individuellen Lehren für das heutige Leben. Dies betrifft die Polizei mit ihrer enormen gesellschaftlichen Verantwortung, aber auch eine Vielzahl von anderen Menschen. Nicht zuletzt zeigen die vielen Instagram-Fotoshootings mit stylischen Outfits am Holocaust-Mahnmal, Hashtag Jolocaust, wie breit gestreut dieses Problem ist. Meine Annahme heute hier, Sie alle hier am Tisch haben schon einmal einen Stolperstein in Ihrem Kiez gesehen. Niemand von Ihnen kann jedoch einen Namen und eine persönliche Geschichte hinter einem dieser Stolpersteine aus Ihrem Kiez heute hier mit uns teilen. Holocaust-Sonntagsreden reichen offensichtlich nicht aus. Ja, da stimme ich vollkommen mit überein. Das ist ganz, ganz richtig. Der Holocaust gerät in Vergessenheit. Und da müssen wir uns überlegen, was wir da machen. Die Frage, ob wir jetzt einer von uns die Geschichte hinter einem Stolperstein erzählen können, ist schwer zu beantworten. Also ich kann es halbwegs, weil vor meiner Haustür einer liegt. Die Szene, die Sie beschreiben am Holocaust-Mahnmal, ist auch ein Problem dieses Mahnmals selbst. Das haben wir von Anfang an so erlebt, das haben wir auch von Anfang an so diskutiert. Das Holocaust-Mahnmal ist so aufgebaut und der Künstler, der es gemacht hat, hat es bewusst so getan, dass man da sozusagen hineingeht und dann von einer bestimmten Stimmung erfasst wird. Nun gibt es immer Leute, die gehen da hinein und werden von der Stimmung nicht erfasst. Wir hatten schon Szenen von Touristen, die haben da ein Picknick drauf gemacht auf den Stelen. Mhm. Wir hatten andere, die haben Stelen verunreinigt, also aber auch nicht geraucht, vorsätzlich. Dagegen gepinkelt, das alles war aber immer, das waren alles keine Leute. Das waren alles keine Leute, die das Mahnmal schänden wollten. Im Fall der Polizisten wissen wir es nicht. In dubio pro reo, vielleicht waren sie zu doof und wussten gar nicht, wo sie sind. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Diese Bilder sind schwierig. Zu sagen, schwierig alle, reicht mir nicht. Aber zu sagen, alle, die es an Ehrfurcht mangeln lassen, tun das nicht unbedingt bewusst, weil das Mahnmal so aufgebaut ist, dass man da reingeht. Und wenn man die nötige Vorbildung nicht hat, deswegen wurde übrigens auch irgendwann darunter, also nicht irgendwann, sondern wenig später nach der Öffnung, dieses Dokumentationszentrum noch eingerichtet, ja, weil man eben sagte, ja, die Menschen verstehen ja gar nicht, was der Eisenmann wollte. Nicht alle, die sich da wirklich so verhalten, wie man es auf keinen Fall sollte, tun das absichtlich. Und aber das suggerieren Sie ein bisschen, das würde ich kritisieren. Herr Wendt, aber sind, das, was Herr Schupelius jetzt sagt, sind die Polizisten zu doof? Also ich würde auch an dieser Stelle mir das so einfach auch wieder nicht machen. Zunächst mal, ich habe ganz viele Zuschriften, ganz selten so viele Zuschriften bekommen wie zu diesem Ereignis. Auch und gerade von jungen Kolleginnen und Kollegen, die ihre Betroffenheit übrigens teilen. Mhm. Ganz bestimmt. Und ich fand es auch sehr richtig und gut, dass die Barbara Slowik, die Polizeipräsidentin von Berlin, sich unverzüglich für diesen Vorgang öffentlich entschuldigt hat. War die richtige Geste, die vor allen Dingen schnell passiert ist. Auch wichtig, die musste nicht erst darauf aufmerksam gemacht werden. Ist auch eine kluge Frau, die Frau Slowik. Dass wir es uns so einfach machen dürfen, hinter diesem Vorfall sozusagen einen vorsätzlichen, bewussten Akt, zum Beispiel der Holocaust-Relativierung zu sehen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich uns die Mühe machen müssen, mit den betreffenden Beamten zu sprechen und zu hinterfragen, was sie sich und ob sie sich überhaupt etwas dabei gedacht haben. Aber Herr Wendt, das ist ja selbstverständlich. Ja. Moment, also das ist ja das Mindeste, was das ist der eine Punkt. Aber selbst wenn sie nicht wussten, wo sie sind, das macht es ja schlimmer. Das macht es ja fast schon irgendwie schlimmer, dass sie als Berliner Polizisten nicht wissen, was das Holocaust-Mahnmal ist, wie es aussieht. Deshalb kann ich es mir nicht vorstellen. Ich würde es mir allerdings nicht so einfach machen, einfach nur pauschal Geschichtsunterricht für die Polizei zu fordern, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, geht dem Problem auch nicht auf den Grund. Denn das sind ja, wer stellt eigentlich die Frage danach, wie waren eigentlich die äußeren Umstände, wo waren eigentlich die Vorgesetzten? Die Frage stellt sich offensichtlich gar keiner. Gibt es hier ein Führungsproblem? Aber Herr Wendt, ich brauche doch keine Führungsperson, die mir sagt, bitte machen Sie nicht Liegestütze auf 6 Millionen Trotzdem Leichen. Trotzdem ist es aber wichtig, Entschuldigung, die sind ja nicht wissen. Alleine, diese Leute. Das sind doch erwachsene Männer. Ja, aber man muss doch trotzdem die Frage stellen,
Wieso ist da eigentlich niemand, der den in dieser Sekunde, und zwar schon bei Beginn, sagt, sag mal, tickt ihr eigentlich noch richtig? Sie waren ja immer dabei zu zweit, und das waren zwei erwachsene Männer, und entweder waren sie zu dumm oder sie haben kein Feingefühl. Auf jeden Fall ist es eine absolute Geschmacklosigkeit. Da sind wir doch alle einer Meinung. Da sind wir uns einig. Aber es ist ja viel schlimmer als eine Geschmacklosigkeit, und dass es schwieriger ist. Also am Ende des Tages haben sich da zwei Menschen hingestellt und haben diese Liegestützen gemacht. Was heißt das für die Ausbildung bei der Polizei? Was heißt das für unsere Gesellschaft, dass wir eine große Lücke haben, nicht nur in der Holocaust-Bildung, sondern was das auch persönlich für uns bedeutet? Dass diese zwei Individuen, egal ob sie Polizisten waren oder nicht, das macht es schlimmer, dass sie bei der Polizei sind, dass diese zwei Individuen keine persönliche Verbindung haben zu dem Holocaust und dass sie das nicht erkannt haben. Ich glaube nämlich nicht, dass sie die einzigen zwei sind. Aber dass sie es nicht erkannt haben, muss sie ja doch jetzt nicht verwundern. Da gibt es doch viele. Das ist doch wirklich ein Bildungsproblem. Also das können wir jetzt nicht bei der Polizei abladen. Deswegen sage ich glaube, dass die Bilder, die wir kennen, Hashtag Holocaust, ein gutes Beispiel sind, dass es durchweg ist. Wir wissen aber auch gleichzeitig... Was schlagen Sie konkret vor? Ich glaube, wir brauchen ein Bildungsprogramm bei der Polizei, das sich viel mehr damit auseinandersetzt, was die eigenen Lehren persönlich als Individuum, aber auch Polizei als Institution aus dem Holocaust sind. Aber das gibt es doch schon. Aber das gibt es doch schon. Offensichtlich funktioniert es nicht so, wie es läuft aktuell. Aber das gibt es ja schon. Also das können Sie jetzt nicht fordern. Dann hätten Sie es ja... Polizei, das stimmt ja nicht die so. Die Polizeiausbildung ist genauso angelegt, dass die Staatsbürger... Die Polizeiausbildung hat auch ein Unconscious Bias, ein, wie man mit seinen Voreingenommenheiten umgeht, Training hat auch mit drin. Das sind ein paar PowerPoint-Slides und dann hat man keine Vorurteile und Voreingenommenheiten mehr. Das kaufe ich einfach nicht ab. Also wenn Sie sagen, wir müssen und sollen die staatsbürgerliche Bildung in der Polizei noch weiter intensivieren und möglicherweise auch regelmäßig durch Fortbildung ausbauen und wir sollten auch die Vorgesetzten immer weiter schulen, bin ich sofort bei Ihnen. Ja. Die Frage ist, die müssen allerdings wissen, das kostet Geld. Da braucht man Kapazitäten für. Häufig ist das Thema Aus- und Fortbildung in der Polizei übrigens kein inhaltliches Thema, schon gar kein Thema des Willens der Einsatzkräfte, sondern in der Regel ein Kapazitätsproblem. Mhm. Die Leute haben schlichtweg gar keine Zeit, solche Fortbildungszeiten. Der Herr Pemp, der Antisemitismusbeauftragte der Polizei in Berlin, ein Mensch, der sehr viel Verantwortung auch für diesen Bereich hat, arbeitet ja auch mit RIAS, der Institution für Meldestellen von Antisemitismus, zusammen. Ein tolles Programm, RegiShoot, wo es erstmal um die Erkennung von Antisemitismus geht. Und da hat man ja eine klare Entscheidung getroffen, das ist uns wichtig. Ich glaube, spätestens nach diesem Vorfall muss die Berliner Polizei und andere Länder für... Das mal so dahergesagt, muss auch eine Entscheidung treffen, sagen, das ist uns wichtig. Wir nehmen uns die Kapazitäten, wir nehmen uns die Ressourcen, weil wenn wir als Deutschland, als Berlin sagen, wir haben keine Kapazitäten, um Holocaustbildung richtig aber und ordentlich zu machen in der Polizei. Aber wir sind uns schon bitte einig darüber, dass da nicht 26.000 Berliner Polizeibeschäftigte Liegestütze gemacht haben, sondern zwei. Und deshalb mit die Polizei muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage auch nicht die Journalisten oder die Politiker. Das finde ich auch richtig toll. Aber Herr Wendt, was würden Sie denn jetzt als Konsequenz für die beiden fordern? Also zunächst mal würde ich den Vorgang aufklären wollen. Das heißt, ich würde mich beschäftigen. Da braucht man ja vielleicht einen Tag. Einmal mit beiden sprechen. Nein, ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Was die Motive waren. Und wenn die sagen, oh, wir hatten keine Ahnung, wo wir da sind, dann sagt man, okay, vielleicht noch mal in die Geschichtsbücher gucken oder sich mit der eigenen Stadt beschäftigen. Ja, die Beamten erwartet doch ohnehin ein Disziplinarverfahren. Und das dauert ein bisschen länger als einen Tag. Und dann wird genau ergründet, wo waren die Motive, welche Entschuldigungsgründe haben sie möglicherweise vorzutragen. Dann wird die Persönlichkeit des einzelnen Beamten mit berücksichtigt. Und dann wird im Disziplinarverfahren wird dann zu einer Entscheidung gekommen. Und dann haben wir nicht 2022 und die Sache ist längst vergessen? Disziplinarverfahren werden bei der Polizei nicht vergessen, sondern die enden bei nachgewiesenen Dienstvergehen mit einer Disziplinarmaßnahme. Das ist so in der Polizei. Da gibt es übrigens feste Abläufe mit übrigens auch Disziplinarverteidigern. Denn auch das gibt es, die Beamten... Wie Strafverteidiger? Ja, die haben ein Anrecht darauf, im Disziplinarverfahren ordentlich vertreten zu werden. Das machen unter anderem die Polizeigewerkschaften, unter anderem meine.